Hier ist jetzt der zweite Tag, den wir abgeschlossen haben. Und es sieht super aus. Wir sind fertig, um abzufahren. Um 11 Uhr ist hier Checkout. Und wir werden gleich losfahren und zu unserem letzten Stück zum Death Valley Inn. Das sind jetzt noch 70 Meilen, also über 72 Meilen, fast 120 Kilometer. Das werden wir in einem Stück schaffen. Wir werden voll gecharged über Nacht. Wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Okay. Approach slowly to open. Warte mal. Gibt's hier was? Thank you. Thank you very much. Thank and you. See you again in 3 days. Okay. Alright. Bye. Bye-bye. 11.17 Uhr, genau. Caution automatic gate. Ja, okay. Okay, dann hier links runter, links runter. Ja, dann werde ich euch noch eine kleine Statistik geben von gestern. Wir sind also, warte mal, den Trips. Gestern sind wir gefahren 220 Meilen, 221 Kilowatt verbraucht, das ist 1000 Kilowatt. Das ging nämlich meistens nur noch bergauf. Und ja, dann machen wir mal Reset Daily. Damit wir, heute haben wir nur ein kleines Stück vor uns. So, und dann, ja, das sind 73 Meilen. Ganz einfach, hoffen wir es. Tschüss, Paron. So, weiter geht's. Wir gehen Richtung Norden oder Nordwesten. Und Richtung Paddy, da ist ein Park, ein RV-Park und ein Campingplatz, sind immer sehr großzügig, sehr groß, gut gelegen. Der letzte hat uns sehr gefallen und wir fahren Richtung Nordwesten. Wir sind auf so einem Hochplateau zurzeit. Ich glaube, das sind so ungefähr 2700 Fuß. Jetzt sind wir hoch, oder 3000 Fuß. Das sind ja schon fast 1000 Meter. Und wir fahren die ganze Zeit relativ gerade. Zum Death Valley später, wenn wir dann losfahren, geht's bergab, geht's runter. Und da wollen wir hinfahren. Gut. Aber heute machen wir erstmal eine Rast in dem RV-Park. Und dann geht's morgen früh nach Death Valley. Ins Death Valley rein. So, wir sind gerade hier etwas die Hügel hochgestiegen, dann hätte uns ein Model Y überholt und wir fahren jetzt zwei Fahrzeuge elektrisch ins Amargosa Valley. Und ihr seht das in der Weite, es ist riesig. Wir fahren zurzeit gerade an der großen Düne, Big Dune, vorbei. Richtig. Wüstenmäßig aus. Ist ja auch eher wüstenmäßig, wenn man sich das jetzt hier anschaut. Riesenlange Strecke in der Ferne, so seht, sieht das aus wie eine natürliche Pyramide. Oder das ist vielleicht auch so gebaut worden. Das kann man nicht genau sehen. Wir wollen uns das mal noch mal näher angucken. Wir denken, das sieht aus wie Bergbau, und zwar Tagebau. Tagebergbau. Ja, das sieht echt nach Tagesbergbau aus. Und zwar wird das, sieht das aus wie schichtenweise abgetragen. Hier ist ja auch gleich die Stadt in der Nähe. Wäre mal interessant zu wissen, was die da abtragen. Wir sind angekommen in Betty, Nevada. Und zwar liegt das in einem kleinen Tal hier drin. Wir müssen auf die Esel aufpassen, das sind extra Esel, die laufen hier rum, Open Range Esel. Und da in Betty, Nevada, da ist unser RV-Park gleich um die Ecke. Hier.
28, stimmt. Ja, sind wir gleich da. Ja, nachdem wir dort eingecheckt sind, hatten wir noch Zeit für die große Düne. Und zwar war das ein richtiges angelegte Düne, die man dort besuchen konnte als Attraktion. Was wir auch gemacht haben. Und wir sind sogar die Düne hochgestiegen. Und es war etwas rutschig, würde ich mal sagen. Man konnte auf der anderen Seite, wenn man eine Art Snowboard hatte, auch wieder runter. Das haben wir natürlich nicht gemacht, aber wir sind sonst gut durch die Düne durchgekommen. Und da waren einige andere Fahrzeuge noch da. Da sind Motorradfahrer und Quadfahrer langgefahren, die eigentlich diesen Erholungsbereich nutzen wollten. Und wir hatten natürlich auch welche gesehen, die da, sagen wir mal, wild gecampt haben draußen. Und diese Leute, die waren etwas weiter weg, ungefähr so eine Meile. Ja, so haben wir unser Auto dort geparkt. Wir sind mit dem F-150 gefahren. Und zwar, weil bei mir nicht 6 Leute reinpassen. Unsere Freunde haben wir mitgenommen. Und so haben wir am Nachmittag die Gegend genossen. Aber das Wetter wurde nicht so gut. Und zwar ist zu der Zeit in Kalifornien schon schlimmes Wetter hochgekommen. Und wir haben dann uns, nachdem wir die Düne bestiegen haben, auf den Rückweg machen müssen. Es war auch nicht so warm dort. Die Hunde hatten natürlich viel Spaß dabei. Die waren ja auch gut warm angezogen. Und dann haben wir uns langsam auf den Rückweg gemacht. Wie ihr sehen, war nichts wie weiter wie Düne. Aber dann kam das Dilemma. Und dort, wenn ihr das jetzt anschaut, haben wir uns einfach sind wir eingesunken. Wir haben uns sozusagen festgefahren. Erst haben wir versucht, dort selber rauszukommen, aber das hat leider nicht so viel gebracht. Ringsrum war Düne und Sand. Wir hatten aber auf dem Weg dorthin Leute gefunden. Und dann sind wir ungefähr eine Meile gegangen und die Leute waren so nett und haben uns geholfen. Die hatten spezielle Bretter dabei, die man unterlegen konnte, und natürlich einen großen Truck. Und der Truck hat uns versucht, dort rauszuziehen. Na, beim ersten Versuch hat es nicht so geklappt, aber wir haben natürlich nicht aufgegeben. Und wir haben noch einige andere Sachen versucht und dann hat uns endlich der große Truck, der vorne angespannt war, mit einem Seil nach hinten rum rausgezogen. Und die Moral von der Geschichte ist ja eigentlich, wenn ihr dort in der Wüste seid, fahrt nicht so weit rein, sondern stoppt dort, wo das Zeichen ist. Und dann kommt ihr auch wieder sicher raus.